ganzen schönen Spielzeuge kann ich alle erst im hohen Level benutzen. Aber wenigstens kann ich schon Hirsche stapeln. Ich frage mich, was passiert, wenn alle drei gleichzeitig ihn mit diesem Zepter bebritzeln. Beziehungsweise wir ihn alle gleichzeitig aufspießen. Also einer von den Sperren zieht ihm 95% seiner maximalen Gesundheit ab, also keine Ahnung, ob da mehr auf einmal funktionieren. Ach, mittlerweile zieht es ihm sogar nur noch 70% seines Lebens ab. Das heißt auch kein gültiges Ziel. Also kannst du bloß einmal machen auf ihn. So, wie weit hast du es noch bis zum Level Up? 9%. Witzig, genauso viel bin ich über dem Level Up drüber. So, nachdem ich jetzt 6% von der gekriegt habe, müsstest du jetzt ungefähr 3% vom Level Up sein, oder? So sieht's aus. Weißt du was? Auf die 3% kommt es jetzt auch nicht mehr an, wir gehen jetzt nach Bugutgarde. Müssten dann eh einen Instant Invite kriegen. Du schaffst es doch immer wieder, oder? Das war beabsichtigt, aber es sehen mir alle dabei zu. Ja. Was geht euch durch den Kopf? Also es war ja klar sehbar, dass ich gerade mitten in einer riesigen Gruppe Mobs stand. Ich habe nur deinen Gesundheitsbalken relativ ungesund schrumpfen sehen, aber das war schon alles. Ja. Weil du angemeldet hast, während ich noch beschäftigt war. Lol, und der erste lief. Oh, ich muss mein Wichtel erstmal beschwören. Okay. Soll's vielleicht vermeiden, so viel zu pullen. Wenn ich schon sehe, was ich hier auf die Fresse krieg. Hey, stunt mich nicht so. Autsch. Ach ja, stimmt. Hier ist es ja noch nicht so, dass man direkt am Eingang der Instanz spawnt, wenn man Geist freilässt. Wenn man das irgendwann zu sehr gewohnt ist, dann vergisst man das. Da hier wirklich schnelle Heilung durchgespammt. Dort ist sogar eine Eisenbrauche drauf.
Naja, wenigstens sind die Mobs tot. Ach, der Mönch, so geil. Wir haben keinen Mönch. Schurke. Ja, Mönch und Schurke sehen für mich inzwischen gleich aus. Ich sehe da keinen Unterschied mehr. Es sind beides nervige Klassen. So. Wir nehmen die Abkürzung. So. Wo wir gerade beim ersten von diesen drei Prinzen waren, kommen wir ja gleich zum zweiten. Ja, ich fand's irgendwie toll, dass sie mit ICC wiederkamen.
So, jetzt kommen wir dann gleich wieder zu Nürs Lieblingsboss. Ja, nach der Ini muss ich abbrechen. Ach, musst schon wieder weg. Jo. Na dann. Bam, Mundfeuer. Da ist er wieder. Hier die Endplatte. Oh, ich muss hier noch aussenden. So. Schon wieder ein grünes Epic. Und ich dachte immer, dass Epic lila ist. Sind wir ja jetzt eh schon beim Endboss. Nicht vergessen. Ja. Sowieso. Ich bin doch immer der Erste, der die Finger im Blut hat. Los, Kranich.
der die Bosse in ihre Einzelteile zerlegt. Doch immer wieder erstaunlich, wie viele Köpfe man kriegt. Jo. Kopfgeld ist in der World of Warcraft sehr beliebt. Moment, da war noch ein Beutel. Was haben wir denn hier? Einen Helm. Ich habe einen schönen Gürtel rausbekommen. Helm brauche ich nicht wirklich. Teilskette brauche ich auch nicht wirklich. Oh, ein schöner blauer Ring. Blauer Ring ist schon eher interessant. Frage ist, welchen haue ich da weg? Ich glaube, da mache ich den mit der ganzen Ausdauer weg. Ausdauer ist jetzt eh nicht so wichtig im Vergleich zu anderen Werten. Ich weiß, ich bin Tank und so und ein bisschen Ausdauer schadet nicht, aber weniger Schaden kriegen ist in den meisten Fällen wichtiger. So, Chrissy, du musst schon weg, oder? Na, dann müssen wir die Aufnahme leider schon beenden. Wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen? 1 Stunde 17. Kriegen wir die letzten 2 Minuten jetzt auch noch voll gequatscht, bis wir die zumindest auf 1 Stunde 20 kommen? Ja, könnt ihr noch machen, aber ich muss weg, also. Ja, dann. Ciao. 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 So, Ja. 2 Minuten müssen wir jetzt noch irgendwie überquatschen, damit ich Oh. zumindest 4 Folgen aus dem ganzen Salat hier machen kann. Nichts Leichteres als das. Glaubst du, du wirst das, wie werde ich Level 100, bevor das nächste Expansionspack rauskommt? Das ist eine schwierige Frage. Hochgerechnet schaffen wir pro Aufnahme immer, ja, momentan 3 Level. Plus minus, je nachdem. Will heißen, wir kriegen im Moment auf 5 Folgen ungefähr 3 Level hin. Jede Folge ist eine Woche. Folglich kann man, ja, keine Ahnung, wie lange es noch dauern wird, vor allem weil es später eh noch wesentlich länger dauert, die Level-Ups zu kriegen. Es ist Ja. wirklich schwer zu sagen. Ich gehe mal aber mal davon aus, dass wir Level 100 so gegen Ende des Addons erreichen, je nachdem, wann das Ende des Addons ist. Das ist ja auch noch diese Sache. Wir haben zwar jetzt schon wieder Endcontent, aber Endcontent läuft im Normalfall ein Jahr. Ein Jahr hat 52 Wochen. Wenn man jetzt rechnet mit einem halben Level pro Folge im Durchschnitt, dann haben wir jetzt noch genau 30, also 60 Folgen vor uns, 60 Wochen. Also ich würde eher sagen, das schaffen wir nicht. Das heißt, wir werden in der Zeit wahrscheinlich gerade so knapp über Level 90 sein. Oder knapp davor, rund um Level 90 auf jeden Fall, je nachdem, wie schnell es jetzt geht. Okay. So, jetzt haben wir die restlichen paar Minuten drüber gequatscht. Ups, das war falsch. Das ist nur meine Pokémon-Liste. Ich wollte den Kantasia-Dingens haben. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, dass du heute dabei warst. Und ja, Ja, gerne. können wir ja beim nächsten Mal, wenn wir die Aufnahme weitermachen, wenn du willst, kannst du ja nochmal dabei sein. Wie auch immer, es war jetzt eine eher relativ kurze Aufnahme. Ja, gerne, auch immer wieder gerne. Unser Dauergast mittlerweile. Apropos Dauergast, gerade in diesem Moment vor 35 Minuten ist die erste Folge von Project Nomads online gekommen. Cool. So,
Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal von den ganzen Zuschauern. Wieder vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sind beim nächsten Mal dann wieder hoffentlich frisch wieder mit von der Partie, wenn wir dann so langsam uns durch Nordend durchkämpfen. Also, wir sehen uns.